Glück und Gesundheit. Grüß Gott. Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also hier ist er jedenfalls nicht. Versuch's bei den Köhlern stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Lebe wohl. Guten Tag. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Wenn ihr ihn hier versteckt, überlegt es euch bitte gut. Herr Ratzig schickt mich. Die Aussage des Jungen könnte ein weiteres Blutbad verhindern. Ich verstehe die Dringlichkeit. Aber er kommt wirklich nie her. Er ist mit ein paar Jungs drüben bei Talmberg befreundet. Und wo finde ich sie? Geh nach Westen und folge dem Bach. Dann findest du sie. Und da ist noch was, was du wissen solltest. Andere haben hier nach ihm gefragt. Dreckige Halunken. Wohin sind sie gegangen? Wie sahen sie aus? Sie sind nach Westen. Aber das muss nichts heißen. Und sie sahen... Naja, einer kam her und stellte uns viele Fragen, während der andere sich fernhielt und finster dreinschaute. Sie sahen aus wie Halsabschneider, die beiden. Möge Gott über dich wachen. Ja. Bach, 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 Bach. Wo ist der Bach? Da ist kein Bach. Entschuldigung, darf ich mal? Danke. Doch, komm. Ich glaube, ich nehme doch das Ringblumengedöns. Warum's? Okay. Und jetzt kann ich das Trockenobst, was ach, da steht's, in Satteltasche stecken, verstanden? Aber es halt nicht im Torso. Habe ich das jetzt verschwendet? Über den Bach drüber und nicht drüber. Na, aber. Okay, hier muss ich wieder selber lenken. Oh.
Moment, willst du mich gerade verarschen? Das sind... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wer ist hier gut und wer ist hier böse? Nein, ich bin weg. Ich habe keine Ahnung, wer hier was. Lasst mich einfach in Ruhe. Hä? Was zum... Na ganz toll. Verband. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Muss ich da mehr? Hä? Nochmal verbinden, okay. Woran erkenne ich, dass es... Und nochmal. Und nochmal? Okay. Verstanden. Danke. Aber was war das gerade? Das war jetzt gerade etwas arg komisch. Waren das gerade Banditen gegen Koman? Kann das sein? Wo ist eigentlich Hundi? Ein guter Hund bist du. So ist's echt. So, ich bin jetzt also quasi scheintot und werde wahrscheinlich da hinten gleich in den Kampf geraten, wenn die anderen Typen da auch... Oh Gott. Ja, habe ich. Was ist effektiver, den Trank, also den Ringelblumentrank direkt trinken oder ihn auf was zum Essen draufträufeln und es dann essen? Was ist effektiver oder was ist besser?
Über direkt trinken, okay. Wo war er jetzt drin? Da. Ich warte mal, bis die Wirkung des Ringelblumensafts vorbei ist und ich dementsprechend ein wenig geheilt bin. Das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit eineinhalb Packen Schmerzmitteln innerhalb von 2 Wochen. Gott sei mit dir. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort. Aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkrochen haben. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Was bedeutet der Stern? Also was bedeutet der Stern? Okay. Also sprich, das ist automatisch die richtige. Ich habe mich umgehört und überall wurde mir gesagt, dass bereits 2 andere Kerle nach ihm gefragt haben. Stimmt. Du bist nicht der Erste, der sich nach ihm umhört. Und weißt du auch, dass die 2 wahrscheinlich 1 Dutzend Leute beim Gestüt ermordet und es niedergebrannt haben? Was? Er hat nicht gesagt, dass es so viele waren. Wer? Komm schon, beichte. Für dein Seelenheil. Ich habe nichts getan. Ich muss nichts beichten. Aber ich könnte dir was erzählen. Nur nicht direkt. Warum nicht? Du hinderst mich daran, für Gerechtigkeit zu sorgen. Gerechtigkeit, in der Tat. Ich sage dir was, Junge. Kümmere dich um die beiden Mörder, die hier herumstromern. Dann reden wir. Toll. Lügen tun wir nicht. Für so etwas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss erst mit Rotschopf sprechen. Du wirst gar nicht mit ihm sprechen, wenn sie ihn vorher kalt machen. Willst du etwa diese Art von Gerechtigkeit? Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ständig krauchen sie hier irgendwo herum. Ihr Versteck muss in der Nähe sein. Sie sind vom Osten gekommen, über die Brücke. Haben dann den starken Mann markiert und sind auf demselben Weg zurück. Ich kenne in der Richtung nur einen Ort. Und der wäre? Es gab da ein Lager zwischen hier und den Köhlern im Osten. Dort sind sie wahrscheinlich. Wir führen dich hin. Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Dann viel Glück. Du hast gerade gesagt, du führst mich hin? Na toll.
So viel zum Thema, sie führen mich hin. Glaubst du, das war einer von denen? Könnte sein. Und was er nicht? Wenn er wirklich dem riesigen Herrn dient, kann er vielleicht helfen. Vielleicht. Andererseits könnte er einer der Heizerschneider sein und wir uns ausfinden. Ah, das glaube ich nicht. Dahergelaufene Diebe denken sich sowas nicht aus. Ja, stehe halt im Weg. Ja. Frage, habe ich überhaupt eine Chance mit meiner Verwundung oder... Was zum... Ihr wollt mich doch jetzt gerade verarschen, oder? Wo kommen die denn jetzt? Und jetzt werde ich mir einen Mod installieren, der Speichern immer möglich macht, weil ich habe jetzt im Prinzip die letzten Stunde Spiel ist am Arsch. Nein. Also, ich werde jetzt einen Mod runterladen, damit ich ständig speichern kann. Dementsprechend werde ich das Spiel kurz stoppen. Sprich, ihr werdet jetzt auch noch mal kurz Dinge sehen, weil ich... Es ist... Ich verstehe den Hintergrund dieses Speichern nicht. Also da machen Iron Man Mode, aber dieses Pseudo-Ding, nein, das ist. Nein, das macht keinen Spaß. Also ja, ich bin jetzt gestorben, ich bin überrascht worden, ich bin überfallen worden, alles gut. Aber dass ich jetzt eben so lange zurück und eben, weil ich nicht speichern kann, es soll mich vorsichtig machen, aber wenn ich mitten im Wald überfallen werde, wo ich nicht denke, dass was passiert, sorry. Dann hat es nichts mit Vorsicht zu tun, wenn die Quest auch noch sagt, ich soll da lang. Nee. Also, wie gesagt, wird jetzt eine längere Pause. Ich muss einen Mod installieren und hoffen, dass er tut. Wie ihr seht, schwarzes Bild. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich meine, es sind vier Stunden. Ärgerlich. Aber ich weiß jetzt aktuell nicht, was, warum, weshalb, weswegen. Ich würde einfach sagen, ich streame morgen weiter. Und wir machen Feierabend für heute. Ich schicke euch zu Goku. Ich hoffe, dass ich es bis dahin... Das war der falsche. Da wollte ich hin. Sorry dafür. Es ist kein Rage Quit. Ich möchte aber einfach diesen Safe-Mod haben. Es macht keinen Sinn als Streamer ohne diesen Safe-Mod. Morgen geht es weiter, versprochen, und abends dann wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Wir werden sehen. Sorry, danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.